Jo, hi zusammen. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr Klavierlack im Auto, aber auch im Haushalt, gibt es ihn ja häufiger bei verschiedenen Geräten, richtig reinigen, pflegen und genauso auch eventuelle Kratzer rauspolieren könnt. Nicht wundern, wir sind hier nicht bei mir in irgendeinem Auto, weil ich kein Auto zur Verfügung habe mit Klavierlack und dementsprechend nehmen wir jetzt hier von mir, von Canton, einen Lautsprecher, der hat nämlich hier auch Klavierlack. Und das ist so ein Anthrazit-Klavierlack, muss man dazu sagen, ist aber wirklich eins zu eins das gleiche. Und von der Reinigung her können wir das genauso machen. Schauen wir uns jetzt mal hier noch so ein bisschen die Ausgangsbasis an. Hier drüben hatte ich entdeckt, hier ist ein Kratzer. Ja, ich versuche euch den mal irgendwie einzufangen. Das ist wirklich sehr schwer zu filmen. Hier. Ich glaube, die Kamera kriegt den fast. Doch, jetzt kann der ihn sehen. Da ist er. Dann haben wir ordentliche Schmutzpartikel überall drauf. Genauso wie auch hier. Und hier drüben, da muss man die Kamera. So, genau hier. Also überall Schmutz und auch ein paar Kratzer drin. Und dementsprechend machen wir hier zwei Schritte. Wir kümmern uns einmal um die grundlegende Reinigung und Pflege. Und im zweiten dann auch um die Politur und schauen mal, ob wir da irgendwie ein paar Kratzer rauspoliert bekommen. Ja, schauen wir uns also im ersten Schritt die Reinigung und Pflege des Klavierlacks an. Und also was man im ersten Schritt auf jeden Fall machen kann, überhaupt machen kann, ihr schnappt euch einfach so einen simplen Swiffer und staubt das Ganze ab. Geht nicht mit einem simplen Mikrofasertuch, was trocken ist, drüber. Da besteht auf jeden Fall die Gefahr, dass ihr Mikrokratzer reinmacht und dann ist das Ganze wirklich nicht mehr schön anzusehen. Wenn dann die Sonne drauf scheint, habt ihr direkt wirklich nur noch Kratzer, die ihr sehen könnt und das ist absolut nicht schön anzusehen. Ja, ich muss mit dem Licht jetzt mal ein bisschen gucken, dass ihr das noch sehen könnt, aber dass das auch nicht so verblendet ist. Muss man irgendwie so machen. Ja, wir kümmern uns jetzt in diesem Schritt erstmal um die Reinigung, wie gesagt. Da könnt ihr zum Beispiel hier von Valet Pro den Citrus Bling nehmen, aber auch ein anderer Detailer von Chemical Guys P40, den könnt ihr nehmen. Könnt ihr ihn auch ein bisschen verdünnen, dann ist die Leistung nicht ganz so stark von dem Reiniger. Müsst ihr gucken, wie viel drauf ist. Ich mache es jetzt mal unverdünnt. Ganz wichtig, nehmt auf jeden Fall ein ordentliches Tuch mit richtig langen Fasern hier. Das ist ganz wichtig. Das ist jetzt hier eins von Dodo Juice, so ein Buffing Towel. Und verlinke ich euch auch unterhalb des Videos, könnt ihr dann nochmal nachgucken, welches das ist. Aber mit einem Mikrofasertuch würde ich jetzt hier die Reinigung nicht direkt drauf machen, denn da besteht, wie gesagt, die Gefahr von Kratzern. Also nehme ich mir jetzt hier so eine kleine Ecke von dem Tuch, sprühe mir etwas aufs Tuch auf von dem Citrus Bling, nehme ich jetzt mal. Da könnt ihr auch irgendeinen anderen Detailer nehmen, wenn ihr einen habt. Oh, der riecht schön. Und mache jetzt ganz sanfte kreisende Bewegungen. Hier auch mal geradeaus. Oh ja, der riecht echt cool. Den habe ich lange nicht benutzt. So, hier ums Logo. Ich kann jetzt auch problemlos hier über das Logo gehen. Da passiert nichts. Ich mache jetzt nochmal hier diese Stelle, hier diesen Bereich. Habt ihr auch gerade gesehen, was da für Kratzer drauf, Kratzer, sorry, ja, Kratzer sind da auch, aber für Schmutzpartikel überall sind. Hier mache ich jetzt mal bewusst ein bisschen mehr Kraft. Hier ist nämlich noch ein dickerer Fleck, Schmutzfleck. Ja, und das geht wirklich ganz einfach. Da braucht ihr auch keine Angst zu haben, denn durch diese großen Flusen hier ist die Reinigung, ja, ich sag mal, relativ kratzfrei. Also da kann man wirklich nicht viel verkehrt machen. Jetzt habe ich mir eine neue Stelle hier genommen und trage die Überschüsse jetzt hier von der Fläche mal ab. Und das ist eigentlich auch schon das ganze Hexenwerk, wie man so sagt. Also der Bereich ist jetzt hier schon komplett sauber. Können wir jetzt nochmal, ja, schmiert gerade ein bisschen. Habe ich zu viel Reiniger benutzt? Also da könnt ihr auf jeden Fall weniger nehmen. So. Ne? Und dann sieht die Fläche doch schon mal wieder ordentlich sauber aus. Ah, das hier sind eher Kratzer hier in dem unteren Bereich. Hier ist auch noch irgendein Abrieb, irgendwas drauf. Müssen wir auch nochmal genauer hingucken. Aber ansonsten, ne? Also hier erinnert euch hier an diesen großen Fleck, der hier auch war. Bis hierhin habe ich gearbeitet, deswegen hier die Flecken noch vorhanden. Versuchen wir es jetzt mal hier. Mit dem P40 Detailer können auch wie gesagt einen anderen nehmen. So, das sollte jetzt mal reichen. Also man braucht da wirklich nur ganz wenig. Nehmen wir eine neue, saubere Stelle und mache es genau so von der Reinigung her.
wirklich gar nicht viel Druck ausüben, das ist wichtig. Und gerade bei Fahrzeugleisten nicht viel Druck und Kraft ausüben und dann ganz sanft drüber gehen. Ja, hier bei solchen Flecken ist das natürlich. Lass mal gucken, was das genau ist. Ich bin noch nicht so sicher. Ich rubbel jetzt erstmal nicht stark drauf rum, sondern gucken wir uns gleich mal mit der sanften, kleinen, einfachen Politur an. Aber wie ihr jetzt sehen könnt, sieht das Ganze auf jeden Fall schon mal wieder besser aus. Fühlt sich richtig schön glatt und sauber an. Ja, versuchen wir noch so ein bisschen hier einzufangen. So, und jetzt, ja, das ist auch die perfekte Kameraposition. Jetzt kommt hier auch der Kratzer ganz gut zur Geltung, wie ihr sehen könnt. Und da können wir jetzt mal gucken, ob wir da noch was machen können. Ja, den spürt man nämlich auch. Der wird hier oben im Klarlack drauf sein. Also dieses ganze Klavierlackzeug ist jetzt sehr modern zurzeit. Und das ist eigentlich nur mit, ich sag mal, schwarzem Lack lackierter Kunststoff in den ganzen Autos. Und das ist hier, ist nichts anderes. Was hier jetzt drauf ist, das ist einfach nur eine Zierblende, die hier vorgesetzt ist bei dem Lautsprecher. Also vor das Holz von dem Lautsprechergehäuse. So ist es richtig. Ja, dementsprechend, so sieht die Reinigung aus. Also wirklich ganz einfach. Lasst euch ein bisschen Zeit dabei, nicht viel Druck ausüben. Auf jeden Fall ein ganz, ganz, ganz weiches, langfloriges Tuch benutzen. Das ist sehr wichtig, dass ihr das macht. Und irgendeinen guten Detailer, wenn ihr noch einen anderen zu Hause habt, der ist okay, könnt ihr den bestimmt auch verwenden. Einfach mal an einer unauffälligeren Stelle testen. Das ist immer ein wichtiger Hinweis. Ja, und dann kann sich das Ganze doch wieder sehen lassen. Gut, im nächsten Schritt kümmern wir uns jetzt mal um den Fleck und hier diesen Kratzer mit der Politur. Ja, nächster Schritt. Oh, sind wir jetzt ganz nah dran hier. Das ist Dodo Juice Lime Prime Light Pre-Wax Cleanser. Das ist eigentlich ein Lackreiniger, bevor man eine Versiegelung oder ein Wachs aufträgt. Und das ist, ich sag mal, eine ganz, ganz, ganz schwache Politur. Und dementsprechend ein bisschen abrasiv, also abreibend, sage ich jetzt mal. Dementsprechend eignet sich das aber ganz gut hier für die Klavierlack, Politur. Und hier nochmal zu sehen ist der Kratzer. Na, hier, da könnt ihr ihn sehen. Und da haben wir diesen komischen Fleck, was auch immer das ist. Daneben auch noch so einen kleinen. Da auch, ja, ist ein tieferer Kratzer. Und ja, wir versuchen es einfach mal. Nehmen wir jetzt hier ein Mikrofasertuch. Ja, Mikrofasertuch. Das brauchen wir jetzt hier. Und zack, ich gebe jetzt mal ein ganz klein bisschen so, nur einen kleinen Spritzer davon auf das Tuch. Und jetzt schauen wir mal, ob wir damit was erreichen können. Also, ich glaube, bei diesem dünnen Kratzer hier wird das auf jeden Fall was bringen. Bei dieser dickeren Stelle dort drüben wird es schwieriger. Dann kann man noch ein Stück hoch. Ja, ich glaube, da tut sich ein bisschen was. Viel wird es nicht sein. Da müsste man dann, glaube ich, für diesen hier doch schon mit einer härteren oder schärferen Politur ran, sagt man ja. Ich gebe mir noch mal ein bisschen drauf. So, oh, das ist ein bisschen viel geworden. Nehmen wir mal hier den ganzen Bereich. Können wir auch da drüben direkt mal behandeln und gucken, ob sich da was tut. Na, wo kommt der denn her? Weg damit. So, ich würde sagen, ich mache hier noch ein bisschen, ein paar Minütchen weiter. Und dann geht das Video auch weiter. Dann gucken wir mal, was das Ganze gebracht hat. So, ich bin soweit fertig. Habe jetzt so circa 1 bis 1,5 Minuten noch ein bisschen poliert und hier sehen wir noch so ein bisschen von dem Kratzer. Ja, genau, hier so rechts neben dem Licht. Man sieht, dass hier mal einer war. Das möchte ich nicht abstreiten, aber da ist auf jeden Fall auch mit Fingernageltest ein bisschen was runtergegangen vom Klarlack und dementsprechend sieht es hier schon mal besser aus.
Hier drüben der kleine Fleck, der ist auch deutlich kleiner, man kann schon fast nicht mehr finden. Da ist er. Hier dieser Kratzer, ja, auch nicht ganz perfekt geworden. Ja, also da muss man wirklich gucken, aber ich bin natürlich der Freund davon, dass man hingeht und erstmal mit einem nicht ganz so aggressiven Mittel bzw. einer Politur dran geht, wie die Dodo Juice jetzt hier zum Beispiel. Also Lime Prime Light, so nennt es sich. Ist wirklich ein super Zeug. Also wenn ihr jetzt eine Stelle habt beim Klavierlack, gerade die wirklich ganz extrem viele kleine Kratzer hat, Mikrokratzer drin hat, kriegt ihr damit einiges raus. Das war natürlich jetzt hier nur ein einfaches Beispiel. Aber ich denke, man konnte schon sehen, dass sich auf jeden Fall was tut, dass die ganze Politur ein bisschen was bringt. Und falls ihr dann solche stärkeren Verschmutzungen, nicht Verschmutzungen, sondern Kratzer habt, dann könnt ihr auf jeden Fall auch nochmal hingehen und nehmt eine etwas schärfere Politur. Da müsst ihr aber wirklich dann höllisch aufpassen. Man weiß halt nicht, das ist das grundlegende Problem, wie dick ist der Lack, der da drauf ist. Und nachher hobel ich ein bisschen was vom Lack ab und hab dann nichts mehr drauf auf dem Lack. Auf dem Material quasi und habe den ganzen Lack bzw. Klarlack auch runtergehobelt. Bin ich kein Freund von, deswegen gehe ich lieber nur noch mal langsamer dran und jetzt gegebenenfalls schnell eine Nummer stärker. Was ich aber jetzt hierfür absolut nicht als sinnvoll erachte, das gefällt mir jetzt so. Die Kratzer, also diesen hier, den sehe ich schon so ziemlich gar nicht mehr. Hier diese kleine Stelle ist soweit auch in Ordnung. Also das hat sich auf jeden Fall gelohnt, das ist so okay. Ja, ich hoffe, ich konnte hier ein bisschen, ich sag mal so, nicht automäßig was zeigen, also klar, automäßig zeigen, auch wenn es nicht im Auto war, so wollte ich sagen. Hoffe ich euch, hilft dieses Video euch, ihr Jungs und Mädels, die mich angeschrieben habt und in den Kommentaren drauf drum gebeten habt, was im Bereich Klavierlack, so heißt es genau, wollte gerade klar sagen, Klavierlack zu machen. Wie gesagt, grundlegende Reinigung. Swiffer absolut nicht verkehrt. Und Swiffer kannst du irgendwo immer am Auto dabei haben. Kannst mal kurz, zack, wenn du am Parkplatz stehst, ein paar Minuten wartest, kurz mal drüber gehen. Dann ist der grobe Schmutz weg. Verstaubt sind die ja sehr schnell, gerade bei Schwarz natürlich. Und Mensch, sorry, Frosch im Hals. Und genauso natürlich mit den Detailern wirklich eine schöne Reinigung. Hierbei nochmal der Hinweis, darauf zu achten, ein langfloriges Tuch zu benutzen. Das ist ganz wichtig, damit ihr keine zusätzlichen Kratzer reinmacht. Und falls ihr eine kleine Politur machen möchtet, schaut euch das Dodo Juice Lime Prime Light an. In diesem Sinne hoffe ich, das Video euch gefallen und geholfen hat. Lasst gerne den Daumen nach oben da, damit zeigt es mir. Und haut rein, bis zum nächsten Mal.